Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 3 Brief Edge. Oh mein Gott, ich mag das gar nicht glauben, dass ich das immer noch sage. Hier auf meinem YouTube-Channel und zwar, ja, in einem Let's Play, nicht live, nein. Und, was haben wir denn hier? Oh, scannen, was? Du brauchst einen Scanner, na toll. Ja, ich bin immer noch so mega aufgeregt, dass wir, das machen. Dass wir das wirklich machen und... Oh mein Gott, ich ja, mag das gar nicht glauben und sagen. So, ich habe gesagt, in der letzten Folge wollten wir unten mal ein bisschen gucken gehen. Das ist ein bisschen sehr weit, ne? Ob wir das schaffen? Oh, was ist das denn da? Das Kabel in the world and also an emission of gas, most likely oxygen, are detected ahead. There's no data on the condom being suitable for an oxygen reservoir, but you can try to construct a simple balloon for distracting yourself from fatal thoughts. Oh nein, sind wir weit weg. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir haben jetzt die Sauerstoff-Flaschen-Blueprints bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Müssen wir jetzt mal schauen. Ich hoffe, wir schaffen es. Oh Gott, nein. Jawohl. So, da wären wir wieder zu Hause. Ich schaue doch mal. Was haben wir denn hier Schönes? Also, Ausrüstung, Gegenstände. Sauerstoffkerze. Okay. Ein wenig davon, ein bisschen davon, etwas Spannung hinzufügen und fertig. Ein Wunder der Hydrolyse. Man kann mit dieser Kerze nicht genug Sauerstoff einatmen, aber zumindest hat man ein paar heißere Atemzüge machen. Okay, dazu brauchen wir Metall und Batterie. Machen wir mal. Wir haben sogar welche gefunden. Somit haben wir 3 Stück. Die werden wir wahrscheinlich dann unterwegs nutzen können. Plus 40 Sauerstoff. Okay, nice. Die werden wir dann mal nutzen, wenn wir gleich auf Reise gehen. Wir könnten noch einen herstellen. Wir haben ja noch eine Batterie Metall. Komm, machen wir einfach mal, weil wir es haben. Komm, auf Nummer sicher gehen. Später glaube ich, mich entsinnen zu können, dass wir hier unten, glaube ich, unseren Sauerstoff vom Anzug, glaube ich, erweitern können. Ich bin mir aber nicht sicher. Das müssen wir alles rausfinden und alles selber entdecken. Aber wie gesagt, jetzt erstmal... Geht's erstmal ans Looten, wie bei jedem guten Survival-Game. Deswegen würde ich jetzt erstmal schauen, was wir hier unten haben an diesem Bäumchen-Symbol. Ich weiß, wir müssen woanders hin. Trotzdem würde ich jetzt einmal hier in Ruhe alles soweit mitnehmen, was wir mitkriegen können. Wie zum Beispiel das Kabel, was wichtig ist. Was haben wir denn hier Schönes? The service supply compartment. Almost intact. They usually install oxygen stations here. You would be in luck if you managed to get inside. Können wir uns das hier draufziehen? Leider nicht, ne? Okay, benutzen. Okay, einmal voll quasi. Kommen wir hier rein? A damaged door scanner. You can scan the scanner with a scanner to record the scanner's damage data to the scanner's scanner protection system for emergency depressurization of the compartment. You will need a scanner. Okay. I use the word scanner 8 times. Wir brauchen also einen Scanner. Wir haben den Blueprint jetzt für einen Scanner bekommen. Das ist schon mal sehr geil. Da müssen wir, das ist noch ein bisschen sehr weit. Ich würde aber trotzdem dann so peu à peu jetzt, auch jetzt erstmal, wie gesagt, ein bisschen farmen. Ja, ja. So, ich atme nochmal eben schnell eine Flasche ein. Bisschen Eis nehmen wir mit, weil wir müssen ja auch essen und trinken. Aber das Essen und Trinken geht halt sehr, sehr langsam weg. Das finde ich schon mal gut. Das heißt, es ist nicht so stressig. Nicht so, ja, wie soll ich sagen? Nicht so nervig wie bei anderen Survival-Games oder so. So, Metall nehmen wir mit. Kabel haben wir auch gefunden. Sehr schön. Was war hier Schönes? Nochmal Kabel. Glaub Gummi oder so. Ja, wir haben ja noch ein Fläschchen. Ich gehe mal auf Nummer sicher immer, ne? So, das nehmen wir alles mit. Nahrungsdinger wollten wir auch mal mitnehmen, ne? Oh, eine Batterie. Sehr nice. Ich glaube, die haben die Droprate etwas erhöht, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ist halt schon ewig her, natürlich, muss man sagen. Ja. Toilet detected. Some of our clients are very sensitive about toilet talk, and therefore we included a dictionary filter, which will replace the word feces with the word joy. Was wollte ich gesagt haben? Ja, ich kann das tatsächlich immer noch nicht glauben, dass wir hier. Huch, wo ist das hin? Oh, ich sollte mal Flasche nutzen. Dass wir hier tatsächlich hier sitzen und hier ein Let's Play aufnehmen. Mein Gott, ist das lange her, wo ich letzte Mal ein Let's Play aufgenommen habe. Ich kann mich daran gar nicht mehr entsinnen. Es ist schon ewig her.
Ich glaube, mein letztes Let's Play, ich bin mir nicht sicher, muss da nochmal nachgucken, aber ich glaube, das letzte Let's Play war, glaube ich, 2017? Ich bin mir aber nicht ganz sicher, tatsächlich. Also, da müsste ich nochmal nachgucken, wenn dann... Okay. Der Scharbar ist weg, oder beziehungsweise unser Tool. Dann können wir auch zurückgehen jetzt. So, da wären wir auch schon wieder. Gut, haben wir das gut ausgenutzt. Wir müssen da so ein bisschen Ressourcenmanagement machen. Haben wir denn... Was will denn Babe schon wieder? Du musst versuchen, nicht zu essen. Essen kann vergiftet werden. Und Wasser und Luft. Es ist mir wichtig. Ja, schön, dass es für dich wichtig ist. Okay, unser Inventar ist schon fast voll. Okay, wir haben dann so viel Kram und Krempel, ne? Ich meine, wir könnten das auch loswerden im Weltall. Das wäre nicht das Problem. Wasserflasche haben wir auch. Verdursten werden wir nicht. Könnte es mal benutzen eigentlich. Damit wir ein bisschen Platz schaffen auch. Kondome lagere ich mal ein. Ich wüsste nicht, ob ich hier Kondome benutzen müsste. Oder... Hä? Oh. Ich habe aus Versehen die Flasche gedroppt. Wollte ich gar nicht. Entschuldigung. So, ich trinke mal einen Schluck. Dann sind wir auch wieder hier unten voll mit Trinken. Und... Ah, wir haben das Videotape noch mit, sehe ich gerade, ne? Den Überlebensleitfaden, den werde ich mal los. Dann können wir den mal hier oben einlagern. Und was wollen wir jetzt gemacht haben? Genau, wir wollten gucken wegen Ausrüstung, Werkzeuge. Ach, der Scanner. Guck mal, eine Glühbirne brauchen wir dafür. Ich würde nochmal einen Schaber erstellen, am besten zwei. Und dann haben wir in Reserve ein bisschen. Der Greifer, ein modifizierter von Großvaters Rückenkratzer. Er ist ideal, um Objekte aus engen Löchern herauszuziehen und Dinge aufzunehmen, die man nicht berühren möchte. Wie zum Beispiel elektrisches Kabel zum Beispiel wäre, glaube ich, ganz toll. Der Bohrer. Derselbe, der Großvater hatte, er funktioniert mit einer Batterie, obwohl er ohne sie immer noch funktionieren würde. In der Lage, Löcher in Dinge machen, die keine Löcher haben sollten. Dazu brauchen wir aber dickes Isolierband. Entschuldigung. Können wir mal machen. Einfach mal ausprobieren, die Tools. Wir müssen ein bisschen mal, ein bisschen rumexperimentieren, würde ich sagen. Hier können wir auch eine Batterie herstellen, sehr schön. Veredeltes Metall. Können wir mal eben den Bohrer erstellen. Einfach mal testen. Wir haben ja vier Inventarplätze. Dann machen wir das mal. Und dann würde ich gleich den Scanner mal einmal machen. Den ziehe ich mir mal auf die 3. Und den... Genau, die Schere einmal auf die 4. Den Greifer auf die 2 vom... War das der Schaber? Genau, die Schaber auf 1. Wo ist denn der Greifer vom Opa? Haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Greifer haben wir noch gar nicht gemacht. Da brauchen wir veredeltes Metall nochmal. Warte mal. Oh, viermal Metall. Okay, warte mal. Moment, haben wir noch was hier? Nein, haben wir nicht. Okay, Metall ist eine Ressource, die wir noch nicht haben. Wisst ihr, was wir machen? Wir stellen jetzt erstmal Wasser her. Und Nahrung. Oh, nee, Kondom wollte ich nicht. Nahrung und Wasser machen wir jetzt mal ein bisschen. Ja, ich wünsche mir noch so eine Funktion, wo man vielleicht ein bisschen mehr herstellen könnte. Das wäre noch ganz toll. Weil dann würde ich mir den... Ja, obwohl... Ja, komm, ich pack den Bohrer mal auf für Dings. Auf für 2. Mit diesem grünen, nährstoffreichen Glibber erstellen wir, wie gesagt, diese Nahrungspakete. Ich erstelle jetzt erstmal ein paar... Weil wir es ja auch so gefunden haben. Dann haben wir ein bisschen in Reserve. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache mit den... mit den Erinnerungsstücken. Weil die lagern uns ja quasi... Oder die müllen halt unser Lager so ein bisschen zu. Und ich würde doch schon... Ja, auch ein bisschen was essen lagern und so. Nicht, dass wir hier verhungern. So, jetzt mache ich mal Wasser. So. Oh ja... Diesem guten jedem Survival-Game ist, müssen wir uns erstmal um Nahrung und die wichtigsten Bedürfnisse kümmern. Toilette müssen wir noch reparieren, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Muss ich schauen. Müssen wir einfach mal gucken. So, ich würde das jetzt ein bisschen ausgleichen. 2, 4, 6, 8.
Achtmal Essen, achtmal Wasser dürfte, glaube ich, passen, ne? Einmal Essen würde ich noch machen, weil wir haben ja sowieso gerade ein bisschen Hunger. Dann würde ich das einmal wegsnacken. So. Das sieht doch super aus. Pass auf. Ich snack das einmal weg. Sehr schön. Würde ich jetzt mal gucken. Können wir? Wir haben wahrscheinlich nicht viel Platz, ne? Das habe ich mir gedacht. Und jetzt haben wir schon nicht mehr genug Platz. Nur gut, Alkohol haben wir auch noch. Wenn man das stacken könnte, wäre das echt super. Das wäre natürlich ein Traum. Hier haben wir sogar noch Stoff und so alles. Müssen wir mal gucken. Bohrerblaupause. Ich weiß gar nicht, warum wir die Bohrerblaupause haben. Wir haben doch einen Blaupause. Wir haben doch einen Bohrer. So, meine Frage jetzt. Das mit dem Mist war aber auch sehr lustig. Erweiterter Raumanzug. Ach du Heiliger. Plus 50 Strahlenschutz. Plus 25 Strahlenschutz. Der erweiterte Raumanzug ist derselbe wie der normale Raumanzug, mit Ausnahme der Bleichlackierung für eine größere moralische Unterstützung gegen Strahlung. Nicht während der Schwangerschaft verwenden. Was? Helm. Wenn du ihn in der Schule kein Plastik lernst und spezielle Bleiantennen an den Helm schraubst, können Antennen, können sie dir helfen, dich vor Strahlung zu schützen. Allerdings wird dickeres Glas noch effektiver sein. Okay, dann werden wir später noch weitere Ausrüstung bekommen. Genau, den Scanner wollten wir eventuell auch machen. Veredeltes Metall. Wir brauchen Metall. Jetzt haben wir ja den Bohrer und alles, ne? Ich weiß nicht, ob das vorgegebene Bereiche sind, wo man bohren kann, oder man einfach losbohren kann. Alter Schwede. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt erstmal Metall mit. Greifen? Leiche greifen? Ach ja, stimmt. Man kann... Hui! Nehmen jetzt erstmal... Nehmen jetzt erstmal ein bisschen Metall mit. Was mal hier? Öffnen. The opening of the coffin will be considered an offense and an act of vandalism, but no one will judge you if you die. Oha. Okay, ich sollte mir ein bisschen Sauerstoff vielleicht mitnehmen. Gut. Müssen ja immer noch zum Evakuierungspunkt, ne? Sollen wir vielleicht da erstmal hingehen, um ein bisschen das Tutorial weiterzumachen? Würde ich vielleicht jetzt erstmal machen. Wir haben ja Essen und Trinken haben wir ja dabei. Dann würde ich mir jetzt erstmal ein paar Sauerstoffkerne machen. Kerzen machen, Entschuldigung. Bevor wir das aber machen... Ach, den Greifer, egal. Ich lasse den Greifer jetzt Greifer erstmal sein. Denn, wir brauchen ja jetzt quasi erstmal ein bisschen Sauerstoff, um halt ein bisschen weiter wegzukommen. Unzureichend bis Ressourcen. Was fehlt denn? Ach, Batterie. Habe ich was eingelagert? Nein, okay. Dann heißt, wir müssen ein bisschen gucken, wie wird denn Batterie überhaupt hergestellt? Da können wir auch mal eben schnell nachgucken in der Enzyklopädie. Ressourcen, Batterie, Glühbirne brauchen wir auch übrigens. Zusammengesetzte Batterie. Du kannst Batterien selbst herstellen, sie unter der Ladung finden oder sie erhalten, indem du verschiedene Geräte mit einem handlichen Schaber zerbrichst. Die Ausrüstung selbst mag im Raum weniger wert sein, aber ihre Ablagerung und Batterien sind nützliche Dinge. Die meisten elektronischen Geräte in der Nähe der Leichen. Mhm. Position elektrische Geräte, Frachtcontainer. Erhalten via Handwerk, händlicher Schaber. Okay. Schriftrolle. Auch nicht schlecht, okay. So, ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal die Richtung wandern. Ich weiß, dass es hier Bereiche gibt, in denen man tatsächlich nicht... Genau, dass man hier auch einfriert und so. Gewisse Bereiche dürfen wir noch nicht hin, weil dann frieren wir zu sehr. Das weiß ich nämlich noch. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh Gott, ist das weit weg. Ach du Heiliger, da habe ich mir aber jetzt was vorgenommen. Alter Schwede.
Weiß gar nicht, was ist das hier nochmal? Gefriergefahr, oha. Nimm mal Sauerstoff. Mist, ich habe nicht genug mitge... Oh, Gefriergefahr, oh, oh. Ich glaube, wir hätten... Ich habe den Rückweg gar nicht mitberechnet, ne? Oh, oh. Das ist nicht gut. Oha. Das, wird eine sehr lange Reise. Das Problem ist... Ich werde, glaube ich, auf dem halben Weg umdrehen. Das ist, glaube ich, besser, denn... Sauerstoff ist nicht unbegrenzt. Das stimmt. Ist das ein Kondom da drüben? Was ist das? Was ist das? Wir haben jetzt noch eine Flasche. Das sieht aus wie ein Kondom. Was? Da muss ich jetzt mal gucken. Ich bin neugierig. Entschuldigung, ich bin neugierig. Was ist das? Was soll das sein? Ich will auf jeden Fall noch... Plating is blue. These are the rescuers. Given that the evacuation shuttles have increased strength, the impact force must have been incredible. Nehme ich mit. The rescuer spacesuits are like funerary ones, but I always wanted to learn how their flashlights work as they don't require a charge. I propose we use the corpse for scientific purposes. Okay, wir haben... Oh, Sauerstoff. Nein, ich hab's weggeschmissen. Nein, wo ist die Flasche hin? Nein, ich hab die Flasche weggeschmissen. Komm her. Huha. Oh, Gott sei Dank. Puh. Das war aber jetzt knapp. Ich habe aus Versehen die Flasche weggeschmissen. Okay, wir müssen ein bisschen... Was ist das da? Da waren wir aber, glaube ich, schon, oder? Ach, das war dieses... Ah, okay, alles klar. Ich schau gleich mal mit dem Bohrer, ob wir vielleicht da unten was machen können. Ja, Batterie ist jetzt ein bisschen schwierig zu finden. Müssen wir gleich mal schauen. Denn wir brauchen ja für die Kerze. Ah, Batterie können wir sogar herstellen. Alkali. Was ist denn Alkali? Wo kriegen wir denn Alkali her? Alkali. Aus Asteroiden. Wenn Rauch aus Asteroiden kommt, dann brät entweder jemand einen, was? Sishish-Kebab? Oder das sind Fragmente aus alkalischen Generators. Du musst einen Greifer nehmen, um tief in die Trümmer des Generators zu schieben und das Alkali, die benötigte Menge, zu extrahieren. Das Extrahieren Alkali wird in speziellen Beuteln... Ah... Das heißt also, wir brauchen... Warte mal, du musst einen Greifer... Okay, wir müssen jetzt erstmal einen Greifer herstellen. Ausrüstung, Werkzeuge... Doch, wir brauchen den Greifer. Das heißt, veredeltes Metall und Batterie... Nein, wir haben keine Batterie! Nein! Verdammt, wir haben die Batterien... Nein! Und wie sollen wir jetzt da drankommen? Ich gucke. Ich gucke... Asteroiden, warte mal, hier ist... Asteroiden großer... Ist hier? Hier vielleicht? Ich gucke. Kann ich hier bohren? Nee, Schaber benötigt. Boah, das mit dem Fliegen ist echt schwierig. Aber das ist, glaube ich, nur Wasser hier. Wo finden wir denn diese Ressource? Hier ist auch noch was drauf. Extrahieren. Aluminiumvorrat. Bohrer benötigt. Können wir gleich mal gucken. Aber Aluminium ist es ja nicht gewesen. Ich lade nochmal eben Sauerstoff auf und dann düsen wir direkt los. Weil je mehr Batterien wir uns auch selbst herstellen können, desto besser für uns natürlich. So, dann düse ich mal. Hui. Nehme ich mit. Alles Neue nehme ich mit. So, nehme ich mal mit. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir Alkyl, wie es hieß, auch hier. Ich gucke gerade mal. Das war so eine komische orange Blume, ne? Auf dem Asteroiden. Schwierig. Wo war das Schiff? Ah, hier. Oh, oh. Oh.
Puh. Ganz schön knapp. Können wir mit dem... Mit dem Aluminium können wir es... Nee, können wir es nicht herstellen. Wir brauchen unbedingt dieses Alkai. Okay. Mach die Musik mal aus. So. Können wir später nochmal anmachen. Warte mal. Kann ich hier eigentlich im Klo irgendwas reparieren? Kann ich nicht, ne? Scanner. Hier brauchen wir auch den Scanner für. Okay. Ich wollte nur gucken, ob wir das Klo reparieren können, weil irgendwann müssen wir ja auch mal... Da ist Alkai. Ich sehe es gerade. Da unten. Gott, ist das weit weg. Zumindest von unserer Base jetzt ohne irgendwie... Aber wir haben keinen Greifer. Können wir das trotzdem abbauen? Ah, Mist. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo einen Frachtcontainer finden. Der vielleicht... Was ist das denn? Wir haben übrigens auch eine Blaupause für Taschenlampe bekommen gerade. Ah, hier, Frachtcontainer. Oh, wir haben eine Batterie. Judging by the amount of joy around, this is the debris of the liner's public toilet. This means that there may be large reserves of water from the shower tanks nearby. Was? The main thing is not to confuse them with liquid waste tanks. Bitte was? Oh mein Gott, nein! Puh. Okay, das ging noch mal gerade eben gut, würde ich sagen. So, dann lass doch mal schauen. Taschenlampe, okay, Glühbirne brauchen wir dafür auch, aber wir brauchen den Greifer jetzt. Mit diesem Greifer werden wir ein bisschen von diesem Zeug abbauen. Die haben ja alle Bewandtnis hier, die Gegenstände, ne? Das Problem ist halt nur, wir müssen auf jeden Fall auch zusehen, dass wir ein bisschen, ja, Ressourcen so farmen. Oder beziehungsweise, ja, nicht so farmen, sondern dass wir halt genug Ressourcen immer so auf Reserve haben für unsere, dieser Greifer halt. Für unsere Ausflüge und alles. Aber ich denke mal, das wird später noch viel, viel interessanter. So. Okay, ist hier noch mehr? Das ging ja einfach. Hat der noch mehr bei sich? Aha. Hab's doch gewusst. Gut, ich düse direkt zurück, weil wir ja nicht viel Sauerstoff haben. Vielleicht müssen wir auch erstmal... Oh Gott, das wird diesmal knapp. Ich glaube, diesmal nehmen wir Schaden. Jo. Oha. Oha. Alter Schwede. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal, bevor wir da hinreisen können, wo wir hin müssen, laut Tutorial, müssen wir uns, glaube ich, erstmal ein bisschen... Ja, ein bisschen ausrüsten. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Batterien erstellen. Dann haben wir ein bisschen auf Reserve auch. Taschenlampe haben wir bekommen. Es wäre cool zu wissen, wie war das nochmal? Was brauchen wir für den... Okay, Glas und Bleilackierung. Okay, das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Bis wir da so weit hinkommen. Den Scanner bräuchten wir vielleicht auch. Aber ich will jetzt nicht zu viel. Denn, naja, schauen wir mal. Minus Durst, Temperatur 25, Alkoholrausch plus 20. Okay. Gut, dann. Jetzt haben wir Batterien. Das heißt, wir können natürlich jetzt auch wieder den Greifer dann herstellen, wenn wir veredeltes Metall haben. Ich gucke gerade nochmal hier. Können wir mal herstellen. Wir müssen uns also... Okay, wir haben kein Metall mehr. Ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch ein... Wir haben ja noch zwei Greifer noch in einer Werthaltbarkeit 9. Das ist den, den wir gerade ausgerüstet haben. Und der hier, der handliche, der hat noch 35. Okay. Wir müssen ja sowieso noch, ich schätze, wir müssen in unserem Umkreis erstmal bleiben. Das ist, glaube ich, was ist das denn hier für eine Luke? Okay, denn, weil wir können halt nicht weit reisen, das ist nun mal so. Ich würde sagen, für die Folge soll es, glaube ich, erstmal gewesen sein, denn,
ich möchte die Folgen doch nicht mehr so lang machen. Wie gesagt, eigentlich wollte ich auch die ersten paar Folgen halt, die ersten zwei halt, aber die sind jetzt über eine halbe Stunde. Aber ich glaube, für die heutige Folge reicht es das erstmal oder soll es erstmal gewesen sein. Ich gucke mich in der nächsten Folge, schauen wir uns nochmal ein bisschen hier näher um, was hier alles so ist. Zum Beispiel da zu dem Tank würde ich gerne nochmal reisen und ich ruhe mich jetzt nochmal eben schnell aus, damit wir bei voller Gesundheit wieder sind. Und ja, ist jetzt nicht viel passiert, ich weiß, aber wir müssen mal gucken. Jedes Survival-Game fängt ja immer ein bisschen ruhiger an und wird dann interessanter, je später das wird. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und würde sagen, ja, aus meinem kleinen Kämmerchen hier wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.